Leute, ihr wisst, was vor 3 Jahren ist geschehen. Vor eurem inneren Auge könnt ihr es noch immer sehen. Das Volk wollte schützen seinen Park. Doch Bahn und Regierung demonstrierten, wie stark sie treten des Volkes Willen mit Füßen. Hunderte Verletzte müssen dafür büßen. Und wer hat die Schuld? Für die Justiz ist das klar. Natürlich das Volk, spricht der schwarze Talar. Jeder, der stört die Geschäfte von Banken, Industrie und Spekulanten, von Autobossen und ihren Verwandten, ist selber schuld, muss zahlen oder ab in den Knast. Die Justiz schützt den Geldsack, kurz zusammengefasst. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Die Regierung ist neu. Doch das System macht so weiter. Ohne Rast, ohne Reue. Jetzt ist SPD und sind es die Grünen, die sich in Regierungsgeschäfte erkühnen. Und regieren, das heißt, wir dienen den Banken, dem Großkapital, den Grundstücksspekulanten. Also, her mit dem Rahmenbefehl Nummer 2, sagt Minister Geil zu Geheimdienst und Polizei. Wer weiter hier als Demokrat demonstriert, wird wie ein Terrorist observiert, registriert. Achtung, Achtung! Hier werden Sie persönlich überwacht. Ihr Innenminister Gall, SPD. Jeder, der länger als 5 Sekunden in diesem Schandspiel zuschaut, wird registriert. Sollten Sie noch keine Akte beim Verfassungsschutz haben, können Sie sich hier registrieren lassen. Ihr Foto genügt. Wir erledigen den Rest. Wir finden Sie schon raus, wer Sie sind. Auf uns ist Verlass. Ihr Innenminister Gall, SPD. Im Namen aller Schlaff- und Schlapphüte. Spitzelbande! Gallenschande! Verfassungsschutz! Überwachungsschutz! Spitzelbande! Also, heute ist Jubiläumstag. 3 Jahre sind's her seit dieser Schmach. Seit der Staat mit aller Macht ist angetreten, des Volkes Recht mit Gewalt zu zertreten. Und was macht diese Regierung, die sagt, sie will auf das Volk hören? Sie geht ins Bierzelt und lässt sich nicht stören. Da-da-da, 1, 2, zur Fahrt. Heute ist schwarzer Donnerstag, 1, 2, zur Fahrt. Kretschmann geht aufs Volkfest heute, zur Fahrt. Mappus hat's ihm vorgemacht, die Grünen feiern weiter, dass es kracht. Pa-pa-pa-pa-la-la, 1, 2, Zuffa, 1, 2, Xo. Abgesagt, aus Termingründen. Und die Moral von der Geschichte? Traut keinem Ministerpräsidenten nicht. Sobald auf dem goldenen Stühlchen Sie sitzen, tun Sie, was vorher versprochen, verschwitzen. Was kümmert mich mein Gerede von gestern? Ich habe jetzt andere Brüder und Schwestern. Und die,
die sind vom großen Kapital. Und das regiert halt die Welt, hier und überall. Oh Leute, lassen wir uns das denn ewig bieten? Von dieser Bande, die uns so elend verrieten? Also nochmal Leute, die sind doch abgehoben. Doch wir kämpfen weiter. Wir bleiben oben! Oben bleiben! Oben bleiben! Oben bleiben! Oben bleiben! Oben bleiben! Und jetzt zur Belohnung für alle die, die so lange treu hier ausgeharrt haben, noch ein ganz besonderes Bonbon. Also keine Schlaftablette, nein, sondern Peter Grohmann. Hallo.